Hallo, ich bin's wieder vom Kanal Strom rein, Spaß raus. Hallo, ich wollte euch heute mal einen Tesla Lifehack zeigen. Da könnt ihr in die Tesla-App bis zu 5 Symbole reinmachen, um das Fahrzeug zu steuern. Ich habe mir hier zum Beispiel das Aufschließen reingemacht, die Klimaanlage, die Ladesteuerung, den Frunk und das Enteisen. Ihr müsst lediglich die App öffnen, müsst auf eines dieser 4 Symbole, die ihr wahrscheinlich gerade noch drin habt, lange draufdrücken. Dann öffnet sich das Menü mit der möglichen Auswahl der verschiedenen Steuerungen. Und jetzt kommt es darauf an, wie ihr das genau macht. Ihr müsst jetzt quasi ein Symbol nehmen, festhalten und nach oben rechts neben die 4 Symbole halten und mit der linken Hand quasi diese 3 Symbole links nach rechts rüberschieben und dann wird das dahinter gelegt. Ich habe es auch erst 2, 3 Anläufe gebraucht, bis ich mit dem rechten Finger das hochgezogen habe und mit dem linken Finger diese 3 Symbole verschoben habe. Aber es hat dann doch geklappt. Danach drückt er auf Speichern, da müssten oben dann 5 Symbole drin sein. Danach sollte es also wie bei mir aussehen mit 5 Bedienungselementen. Ein Like von euch fände ich total super und über ein Abo wäre ich total dankbar. Und wenn ihr die Glocke drückt, kriegt ihr immer die neuesten Videos von mir. Und danke fürs Zuschauen. Ihr könnt euch gerne mal meine anderen Videos auf dem Kanal anschauen. Da gibt es hier eine Ladekurve bei minus 15 Grad oder eine Ladekurve bei plus 28 Grad. Auch sehr interessant. Oder mein Roadtrip an die Costa Brava. Hinwärts habe ich dann eine Übernachtung mit dazu gebucht. Und rückwärts habe ich mir gedacht, das kannst du mal versuchen, komplett durchzufahren, also in einem Tag. Dann habe ich hier in Hypermeile gemacht mit dem Tesla Model 3 Standard Plus, das normalerweise nur WLTP 448 Kilometer hat, aber ich habe 500 Kilometer geschafft oder hier ein Trip nach Husum.